Welcome back, liebe Community, hier in meinem Ron Review Channel. Channel News 06/2018. Ich habe einige wichtige Infos für euch am Start. Was erwartet euch in den nächsten Minuten? Ich habe es euch in dem letzten Review versprochen. Die Samsung Odyssey ist bereits bei mir eingetrudelt. Ich hatte die jetzt etwa 2 Wochen im Testeinsatz. Ihr seht die Bilder hier seitlich auf meinen Screens, habe diverse Sim Racing Games getestet, andere Genres und werde in den nächsten Wochen, ich denke, es wird Ende Juni, werden für euch einen ausführlichen Test bereitstellen. Lohnt sich ein Upgrade auf die Odyssey, wie sieht's damit aus? Dann gibt's auch in Sachen Virtual Reality weitere News. Pimax 8K, die werden konkreter. Hier wurden die ersten M1 Test-Samples verschickt an diverse Reviewer. Diesbezüglich möchte ich als einer von knapp 6000 Backern berichten, wie denn der Standpunkt meiner Dinge denn so aussieht. Dann, vielleicht habt ihr es mitbekommen, auf der Fanatec Homepage gibt's ein neues Datum bezüglich Fanatec Direct Drive Wheel Release. Das sind die Podium Series. Die habe ich euch immer wieder angeteasert und da gibt es jetzt ein konkretes Datum. Das möchte ich mit euch ansprechen, was uns da erwartet. Und weiters möchte ich auch kurz einen Community Talk mit euch durchsprechen. Ihr wisst, dass ich war im Freien in Wien, habe eine Location das erste Mal in meinem Channel reviewed. Möchte mit euch sprechen über eure Rückmeldung, die war durchwegs positiv. Habe schon weitere Projekte geplant. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Legt die Füße hoch, macht euch gemütlich hier in meinem Channel. Lasst uns mit der Samsung Odyssey beginnen. Ich möchte mich da zuallererst bei einem Community-Mitglied bedanken, der mir seine Samsung Odyssey kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, um diese zu testen. Vielen Dank dafür und ich werde diese Chance nutzen, um diese mit meiner Oculus Rift gegenüberzustellen. Ich habe diverse Spiele bereits angetestet, ihr wisst das, die üblichen Sim-Racing-Games, Project Cars, Assetto Corsa, Race Room und auch andere Genres habe ich mir unter die Lupe genommen. Da möchte ich für euch in den nächsten 3-4 Wochen das wirklich ausführlich aufbereiten. Wie sieht es mit dem Auflösungsupgrade aus? Ihr wisst, dasselbe Auflösung wie die Vive Pro. Wie sieht es mit dem Screen-Door-Effekt aus? Wie sieht das Field of View aus, der Tragekomfort, das Tracking und all diese wichtigen Dinge? Dann möchte ich für euch eine Empfehlung abgeben. Stand heute, wie sieht es denn aus in Sachen Kauf VR? Ich habe diverse Produkte ja getestet, das wisst ihr aus meinem Channel. Und da möchte ich eine Empfehlung abgeben, lohnt es sich der Kauf einer Oculus Rift, doch die Vive oder vielleicht doch eine Samsung Odyssey, Vive Pro, wie sieht es damit aus? Zum Thema Pimax 8K, ihr wisst, dass ich bin einer von knapp 6000 Backern, der dieses Projekt via Kickstarter vor gut einem halben Jahr finanziert hat. Da kommt jetzt langsam Bewegung in die Sache. Die Prototypen wurden abgeschlossen und jetzt ist ein M1-Sample am Start, das an 10 ausgewählte Reviewer versendet wird. Diese Reviewer unterliegen der NDA, das heißt Non-Disclosure Agreement, glaube ich, so schimpft sich das. Das ist alles natürlich noch streng geheim. Diese Reviewer bekommen die Pimax 8K M1-Version zugesandt, sollen dieses Ding dann ausführlich testen und dürfen dieses dann scheinbar auch reviewen, aber auch wann dieses Produkt reviewed werden darf, das unterliegt der NDA. Da wissen wir noch nichts Genaueres. Na, wenn diese Tests positiv verlaufen, dann sollten eventuell alle restlichen Backer, eben knapp 6000 Leute, mit diesem Produkt versorgt werden. Und ja, in Zug um Zug wird das Ganze dann hoffentlich bald auf den Markt kommen und ihr könnt dieses Ding dann normal ordern. Und ich finde, der Zeithorizont wird langsam knapp. Es wird höchste Zeit, dass Pimax 8K in die Gänge kommt. Ihr wisst, dass die Vive Pro ist mittlerweile am Start und Oculus hat auch schon was in der Hinterhand. Das Dome-Projekt oder irgendwie so schimpft sich das Ding. Das wird nicht ewig auf sich warten lassen. Ich hoffe, Pimax 8K kommt langsam in die Gänge. Ihr kennt meinen Standpunkt. Ich bin da immer noch dabei, dass ich sage, naja, vielleicht wird es Weihnachten, aber vielleicht wird es doch jetzt früher als erwartet. Ich halte euch auf jeden Fall am Laufen. Zum Thema Fanatec Release Date, ihr wisst das, Direct Drive Wheel Release Podium Series, ich habe euch das immer wieder angekündigt, die letzten Wochen, Monate wurde es still um dieses Projekt, aber jetzt sozusagen aus dem Nichts kam ein Teaser, den blende ich euch mit ein, 13.07.2018 scheint in diesem Teaser auf und dieser zeigt unmissverständlich eine Direct Drive Wheelbase, die kennt ihr vielleicht schon von der letztjährigen Sim Racing Expo. Da wurde ein Prototyp dessen gezeigt und nun soll es soweit sein. Was bedeutet dieser Release Date? Ist das ein Release Date, wo wir das Ding vorbestellen, bestellen können? Ob dieses Ding nun lieferbar ist? Ob es eine News gibt zu dem Preis? Keine Ahnung, das ist jetzt meine Spekulation. Ich glaube nicht, dass das Ding jetzt bereits lagernd ist, sondern ich denke, hier wird Fanatec dann mit Spezifikationen an den Start gehen. Das wird der Preis sein, das wird die ganze Ausstattung sein, das wird ja das Drehmoment eventuell sein, das diese Wheelbase uns bereitstellt. Ja, ich bin sehr gespannt und halte euch diesbezüglich natürlich am Laufenden. Ihr wisst, dass ich war vor einigen
Wochen in Wien und habe hier meine ersten Direct Drive Wheel Erfahrungen hier mit Sim Experience AccuForce V2 Wheels gesammelt. Das war eine tolle Erfahrung und ich bin da gespannt, wie sich dann so ein Direct Drive Wheel hier in meinem Testeinsatz zu Hause gegenüber den riemengetriebenen Wheelbases, die ihr aus meinem Channel kennt, schlagen wird. Ja, zum Thema freien Wien, da möchte ich jetzt nochmal kurz einhaken. Ihr habt das in den Kommentarfunktionen reichlich mir rückgemeldet, dass euch dieses neue Format in meinem Channel gefallen hat. Ja, und da möchte ich euch die Rückmeldung geben, dass ich dieses Format weiterführen will für euch, diverse Locations weiterhin zu besuchen, euch Reviews bereitzustellen und da ist das nächste schon geplant. Am 24.06. hier bin ich wieder im freien Wien am Start. Da findet das Finale dieses Tournaments statt und das werde ich hier mit dem Timon in Wien mitkommentieren. Da freue ich mich schon drauf, das ist alsbald. Und da könnt ihr mich auch treffen, mit mir fachsimpeln. Da würde ich mich sehr freuen, wenn einige von euch aus dem Channel vielleicht dort vorbeischauen und wir können etwas fachsimpeln, gemeinsam einen Kaffee miteinander trinken, was auch immer. Ja, nachdem dieses Format gut in meinem Channel angekommen ist, habe ich euch weiterhin Content geplant. Ihr wisst, dass Mitte September 2018 findet die Simracing Expo wieder statt. Da werde ich mich auf dem Weg nach Nürnberg machen und werde da vermutlich am Samstag am Start sein. Das können wir uns noch auch ausmachen, wir können uns dort treffen. Das würde mich natürlich sehr freuen, mit euch etwas zu quatschen, diverse Sachen zu testen. Ich werde da auch meine Cam wieder mitnehmen, einige Szenen für euch einfangen und das Ganze wieder für euch bereitstellen. Ja, liebe Community, das war's auch schon wieder von meiner Seite, Channel News 06 2018. Viele Neuigkeiten, viele Infos für euch. Ich freue mich, euch mit am Start zu haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ich freue mich über jedes Abo und über jedes Kommentar, das ihr mir abgibt. Ich bleibe für euch weiter am Ball. Ich freue mich, euch mit an Bord zu haben. Liebe Grüße von eurem Ron Reviewed.